Leute, ich grüße euch. In meinem letzten Video hatte ich euch ja in der letzten Folge die Abholung vom Coupé gezeigt. Das steht jetzt immer noch hier auf der Bühne. Und es ist jetzt quasi eine neue Folge. Warum? Weil ich jetzt im Prinzip das eigentlich nicht abwarten kann und schon loslege mit dem ganzen Quatsch. Was habe ich heute vor? Ich versuche heute oder jetzt die Kotflügel vorne abzubauen, um mal zu gucken, wie es da dahinter aussieht. Mal sehen, vielleicht schaffen wir die hintersten auch noch. Einfach mal, um zu gucken, wie die Aktien da so stehen. Naja, werden wir mal sehen. Viel Spaß. Wir fangen heute an, Kotflügel abschrauben. Mal sehen, ob ich es gleich hinkriege. Folgendes habe ich noch vergessen. Ohne meine Reparaturanleitung sage ich gar nichts. Also da gucke ich jetzt erstmal rein. Logischerweise, dass ich hier nicht alles vollkommen sinnlos auseinanderzottle. Und dann wollen wir mal sehen. Ja, aus der Zeit, wo ich einfach losgeschraubt habe, da bin ich auch raus. Ja? Bin ein bisschen älter geworden und so weiter. Mittelteil ist ab, hat sich beifahrerseits sehr gewehrt, aber man sieht sicherlich auch warum. Und das war jetzt, was hier jetzt hier so Licht ist, jetzt tatsächlich nur das aus den kleinen zwei Stückchen. Und warum das, ich habe es ja, vielleicht sieht man das in der Sequenz so, kommen wir hier kurz rum, warum sich das so wehrt und warum es eigentlich auch scheißegal ist, ob ich das jetzt abdrehe oder nicht. Ich habe jedoch die Incode-Flügel sind noch zu retten. Es sieht aber nicht danach aus. Also ja, Beifahrerseite vielleicht, aber ich denke es fast nicht. Also Kotflügel hatte ich ja schon gesagt, die auf jeden Fall. Die versuchen wir mal jetzt als nächstes runter zu kriegen. Ich bin gespannt, wie uns das gelingt, weil viele Schrauben sehe ich einfach gar nicht, weil so viel Schnodder hier drüber ist. Aber naja, gut, dann machen wir das schön. So wie ich das vorhin auch schon gesagt habe. Ja, wir haben jetzt mehr oder weniger ein bisschen kapituliert, um ehrlich zu sein. So für den ersten Tag haben wir, denke ich, auch erstmal genug gemacht. Das ist sicherlich nicht ganz undeutlich zu erkennen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Probleme, quasi den Kotflügel abzukriegen. Ich weiß, dass manche hier oben nur so verkittet sind, quasi. Aber der ist richtig verzinnt hier oben. Man sieht das, das kommt ja so ein bisschen nach dem Abschleifen hier so ein bisschen Gold raus. Goldig so. Und ich denke mal, dasselbe haben sie hier unten auch gemacht. Ich weiß quasi nicht, ob jetzt hier dahinter noch, noch eine Verschraubung ist sozusagen. Und deswegen lassen wir es jetzt erstmal, wie es ist. Ich lese nochmal in Ruhe, weil im Handbuch steht es natürlich nicht. Ich lese erst nochmal in Ruhe. Und deswegen ist es für heute erstmal genug des Süden. Wie man sieht, ich habe nur einiges an Dreck wegzukehren. Und ja, da war es das dann erstmal für jetzt. So, jetzt, ja. Weiter geht's. Beim letzten Mal haben wir aufgehört und sind so ein bisschen an den Kotflügeln gescheitert. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Netz gelesen. Ich kenne eine Unterscheidung, die da lautet, wenn die Kotflügel, wie bei mir, verschweißt und verzinnt sind, sollen angeblich auf der Rückseite keine zwei 5er Schrauben sitzen. Also dahinter heißt hinterm Armaturenbrett. Ich habe jetzt aber nochmal mit einem Kumpel heute telefoniert, der gerade bei seinem Opa zu Besuch ist. Und dieser Opa ist ein leidenschaftlicher Wartburg- und Trabantschrauber gewesen. Und der hat gesagt, auch die Älteren waren immer geschraubt. Und bevor ich jetzt quasi die Flex ansetze, hier sinnlos dran rumschneide und die dann abwürge, weil ich sie halt nicht abkriege, weil tatsächlich dahinter noch zwei Schrauben befinden,
Habe ich jetzt beschlossen, mit dem Innenraum einfach schon weiterzumachen. Viel ist ja nicht mehr drin. Den räume ich jetzt einfach leer und danach mache ich mich dann ein Stück weit, und deshalb sage ich auch sehr oft ein Stück weit, und danach mache ich mich dann ans Armaturenbrett, versuche das rauszubauen und entweder finden wir dann da 2 5er Schrauben oder wir finden sie nicht. Wenn wir sie nicht finden, dann hätten wir sie auch gleich abflexen können, aber da der Innenraum sowieso raus muss, machen wir jetzt einfach damit erstmal weiter. So, hier sehen wir jetzt nochmal das, was ich eigentlich von draußen angedeutet hatte. Also die Substanz ist wirklich, wirklich gut. Da kann man echt nicht meckern. Er hat so ein paar kleine Stellen, das hatte ich auch in dem Anfangsvideo schon gesagt. Auch hier bei der Handbremse ist irgendwie, weiß ich nicht, warum das so komisch hier ist. Aber halt alles nichts, wo ich sage, ich müsste jetzt, also außer hier vorne, können wir vielleicht auch noch mal kurz das Loch zeigen, was ich meinte hier. Das ist durch. Ja, das muss ich halt machen. Und was ich mir halt auch vorgenommen habe, da habe ich von einer Freundin von der Arbeit, habe ich hier so ganz viele kleine Plastikschälchen gekriegt. Und ich will ja wirklich jede Schraube, die hier irgendwie anfällt oder mir in die Hände fällt, tatsächlich durch verzinkte oder im Bestfall natürlich Edelstahlschrauben ersetzen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die Karre schon zum 100. Mal auseinanderbaue, deswegen, und ich weiß auch noch nicht, wann ich fertig bin. Von daher will ich wirklich alles so gut wie möglich dokumentieren. Und dann nehme ich mir halt für jedes kleine, was ich hier so abschraube, eben so ein Schälchen. Ich habe auch noch ein paar Deckel dazu und schreibe mir dann im Prinzip mit Edding immer drauf, von was das ist. Genau wie dieses Teil hier. Das schreibe ich mir jetzt gleich hin, dass das eben von der Handbremse ist. Weil, wie gesagt, das fliegt fort nachher am Ende des Tages. Das weiß ich nie wieder, wo das hinkommt. So, ja, und dasselbe mache ich jetzt halt mit den kleinen Schrauben. Na, machen wir weiter. So, und dann, wie gesagt, hatte ich, na nicht wie gesagt, sind mir viele Sachen aufgefallen in diesem Auto, ja. Ich sage dazu immer absolute Raketentechnik, ja, weil wenn ich mir überlege, mein Trabant ist Baujahr 87, die Karre ist Baujahr 61 und hatte so viele technische Raffinessen schon eingebaut, das ist doch Wahnsinn. In jeder Tür und im Kofferraum ist ein Druckschalter, der ein Licht entzündet, sobald die Tür aufgeht. Ja, der absolute Wahnsinn. Könnte man sich aus dem Trabant mit der kleinen Funzel, die man sonst hier oben hat beim Trabant, überhaupt nicht vorstellen. Ja? Dieses Wischwasch-Thema, das kennt man ja noch aus den älteren Trabanten. Ja? Dann hier unten, das sieht aus, die ganze Betätigung sieht alles aus, als wenn man hier irgendwie Kranführer sein will oder was, genau wie hier. Ich weiß überhaupt nicht, für was das alles da sein soll. Ich denke mal, das wird Nebelscheinwerfer gewesen sein. Aber Thema Raketentechnologie. Ich hatte mich im Motorraum schon gewundert, warum 2 Ausgleichsbehälter da drin sind. Einer, wie gesagt, hier Bremse, das war mir soweit klar. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist die Kupplung hydraulisch oder irgendwas. Aber aus dem Verband wusste ich ja dann, dass das so auf jeden Fall nicht ist. Zumindest bei den alten nicht. Und habe dann im Innenraum noch diesen Schalter hier gefunden. Ja, Leute, das ist, sieht man das? Ja, na so ein bisschen. Ist ja egal, da ist ein Schalter auf jeden Fall. Oder eine Drucktaster. Dieser Drucktaster ist von der Zentralschmierung, die quasi, ich nehme an Öl, an die Vorderachse und Hinterachse, an die beweglichen Lager im Achsschenkel befördert. Also, wie gesagt, ich bin absolut begeistert von diesem Auto. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Ja, das nur mal so als Protokoll oder fürs Protokoll zwischendurch. Hast du deine Scheibe schon gezeigt? Welche Scheibe? Die du geil auffahren kannst. Ja, ach so. Also naja. Die fände ich eigentlich auch mal. Mal sehen zu werden. Also das ist meine Scheibe. Ja. Auch das. Raketentechnik? Ist auch Raketentechnik, ja. Musst du mal erwähnen. Ist zumindest designtechnisch erwähnenswert. Jo. Sagen wir es mal so. Ja, haben wir eigentlich alles, was an Raketentechnologie? Also hier das unten ist keine Raketentechnologie. Also hier unten der Taster, also für das Fernlicht. Das kennt man aus den alten Trabant auch. Jetzt sieht man vielleicht nochmal hier diese Betätigung für die Zentralschmieranlage. Dieser hat mir heute auch von meinem Bekannten hier, der Opa, erzählt, wovon das ist. Wie gesagt, ich bin absolut begeistert von diesem Auto, ja, Feuerlöscher. Ob der jetzt 61 schon
Mode war, das weiß ich nicht. Aber wir könnten ja auch direkt mal gucken. Hauptsache geht nicht los, aber wenn ich hier oben den, Verschluss sehe, denke ich mal, könnte schon VEB Feuerlöscher Gerätewerk Neuruppin. Na? Da kommt die heute noch her. Es ist auch noch was drin. Ja, also. Da ist wahrscheinlich noch Wasser drin. Was steht hier da? Ja. Also hier steht 04-2039. Ja, vielleicht ist das ja das Haltbarkeitsdatum. Nee, ich denke es nicht, aber. Naja. Aber wenn hier schon steht, bis frostbeständig minus 35 Grad, könnte ich mir gut vorstellen, dass die tatsächlich vielleicht noch mit Wasser unter Druck oder was. Boot, keine oder Ahnung. Steht auf dem Boot was? Nee. Nein, sieht echt auf wie Dunsen aus. Aber sicher, sicher. Fahrlöscher ist an Bord. Gut, jetzt aber. Naja, die erste Ernüchterung ist so ein bisschen da. Ich habe jetzt von der Fahrerseite mal die ganze Verkleidung hier abgenommen. Und ich denke, man sieht schon, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt mega kritisch ist hier. Aber da ist schon was. Am schlimmsten ist es eigentlich hier oben. Das wird sich dann zeigen, wenn da die Scheibe raus ist, wie weit der Scheibenrahmen dann dort eben weggekriegt hat. Aber hier bin ich, wie gesagt, schon durchgekommen. Das ist, man sieht das auch, dass hier 100 Pro, also ich weiß nicht, entweder hier oben irgendwo dann das Wasser hier runtergelaufen ist, hier auf jeden Fall rein, oder halt hier so auf runter, weil die eigentliche Verbindungsstelle zum, sag ich jetzt mal, zum eigentlichen Kotflügel, der hier, also hinter der Scheibe hier geschraubt ist, ja, hier fängt ja der eigentliche Kotflügel hinten an, der ist ja sauber, also das ist eigentlich diese Markstelle und hier, sag ich mal, das ist eigentlich das, was immer so kritisch ist. Und da ist wirklich nichts. Und auch wenn ich jetzt hier oben reingucke, dann ist nur die eine Stelle, die wir schon mal von unten gesehen haben, also dieses Loch. Das ist also, so wie ich es jetzt von hier sehe, auch nicht so schlimm, wie es von unten aussieht. Da muss ich tatsächlich bloß, also wenn hier so der Schweller ist, kommt hier der Kotflügel so runter. Und quasi da dazwischen ist so ein Loch. Und na, da nehme ich ein bisschen ein dünnes Blech und brusse das da ein. Das ist quasi nicht so das Thema. Ja, hier oben müssen wir mal noch gucken, was da draus wird. Oh, das sieht alles nur oberflächlich aus. Ja, oder hier hinter dem Dach. Ich weiß nicht, ob hier noch wie eine Ablaufrinne ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber mal gucken, wie die andere Seite aussieht. Weil irgendwie habe ich bei der ein besseres Gefühl. Ich weiß auch nicht. Weil die war ja generell auch, weiß ich nicht, also so ein bisschen stärker betroffen, sag ich mal. Naja, ich lasse jetzt den ganzen Schnotter auch hier liegen, weil ich keinen Bock mehr habe. Hänge hier den Haken, ob der gehört zwar nicht dahin, aber ich hänge erstmal wieder da dran. Das ist Kleiderhaken hier, ja. Und dann mache ich noch mein zweites Schälchen mit Seitenverkleidung innen oder sowas. Na, und dann haben wir das auch erstmal. Ja, und dann soll es erstmal für dieses Video soweit es gewesen sein. Ist jetzt vielleicht noch nicht das allerlängste, aber zumindest ein Anfang. Ich werde dann im Prinzip die andere Seite noch abschrauben. Hinten an den hinteren Kotflügeln diese Filze da abbiebeln. Sind natürlich auch blöderweise alle geklebt. Na, und wenn wir dann soweit sind, dann nehme ich euch das nächste Mal mit, wenn es ans Armaturenbett geht. Dass wir dann sehen, ob wir die Kotflügel noch abkriegen oder nicht. Und ich denke mal, dann haben wir schon erstmal einen ganz großen Schritt gemacht. Dass wir in nicht nur äußerlichen, sondern auch ein Stück weit von innen, also einen innerlichen Blick auf die Substanz kriegen. Bis dahin also, haut rein!